Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu den Battle Brothers. Ja, in der letzten Folge sind wir in einen orkischen Hinterhalt geraten und wurden von denen einfach so zerfetzt. Naja, das Spiel hat in der momentanen Entwicklungsphase, glaube ich, immer noch ein leichtes Balancing-Problem. Aus diesem Grund werden wir es mal auf leichter probieren. Mal schauen, wie die Vorteile diesmal aussehen. Meinen altbekannten böhmischen Löwen, der eigentlich weiß sein sollte. Und wie nennen wir uns diesmal? Meine Hand habe ich verloren. Meinen Fuß habe ich verloren. Letztens habe ich meine Nase verloren. Wie wäre es mit meinem Auge? Ja. Ich riskiere mal ein Auge. Sollte sich wirklich herausstellen, dass es auch auf leicht ein richtig großes Balancing-Problem gibt, also auf leichter, dann werden wir das Ganze wohl ein bisschen pausieren müssen. Mal hoffen, dass wir hier halbwegs gute Staatssöldner herausgewürfelt bekommen haben. Naja, das ist zumindest mutig und ein bisschen gefräßig. Natürlich, kein Problem. Der Gotthard ist nichts Besonderes. Und der Bertel, der Jüngere. Super Citius. Der ist abergläubisch. Okay. Why not? Diesmal beginnen wir mit 3500 Kröten. Jo. Mal schauen, wie groß jetzt der Unterschied auch im Shop ist. Ah, endlich wieder bezahlbare Ware. Wobei ich sagen muss, dass die Hellbarde nicht wirklich bezahlbar ist. Und so viel günstiger ist die auch nicht geworden. Die guten Rüstungen sind alle viel zu teuer für uns. Schauen wir uns mal an, was es da für Söldnertypen gibt. Ich wäre dazu geneigt, den Rambert, den alten Bogenschützen-Deserteur, hier einfach mal mitzunehmen. Klar, er ist teuer, aber er bringt einen Bogen mit. Also, bist du mal engagiert. Und da runde ich unseren Trupp noch mit einem Mönch ab. Der sollte uns vor bösen Geistern schützen. Hoffentlich. Ein Dieb. Ein Historiker. Und ein Schneider stehen zur Auswahl. Oder Arne, der Bergarbeiter. Komm, den Boy nehmen wir auch noch mit. Jetzt haben wir 6 Mann. Ich hätte gerne noch einen 7. Nehmen wir einfach mal unseren Historiker hier mit. Als Kanonenfutter. So gut, dann müssen wir die Boys mal erstmal ausrüsten. Aber schauen wir uns erstmal an, wen wir uns da angelacht haben. Unseren Deserteur. Der noch ein bisschen gierig ist. Okay. Kein Problem. Unser Mönch. Naja, der ist hart im Nehmen. Und athletisch obendrauf. Gut. Unser Arne, der Minenarbeiter, ist auch noch mutig. Finde ich schon mal gut. Und natürlich ist unser Historiker ein bisschen zerbrechlich. Wer hätte das gedacht? Aber der dient in erster Linie nur als Kanonenfutter. Auf jeden Fall haben wir schon mal 2 Bogenschützen, was nicht so schlecht ist. Auf jeden Fall benötigen wir ganze 1, 2, 3 3 Bekleidungsstücke. 1, 2, 3, 4, 5 Cappies. Und eventuell 1, 2, 3 Nahkampfwaffen. Plus eventuell Schilde. Das könnten wir uns gerade so leisten. Okay, erstmal die Klamotten. Ich würde das Ding hier gerne mitnehmen. 650 erscheint mir ein bisschen teuer. Wir wissen ja ganz genau, was beim letzten Mal passiert ist. Also nehme ich mal diese Surcoats hier mit. Also schlecht sind die ja auch nicht. Das Ding ist ein bisschen teuer, aber sollte sein Geld wert sein. Gut, dann haben wir gesagt, wir brauchen noch 4 Cappies. Dann nehme ich gerne auch mal die Blickste mit.
können wir uns einen besseren Helm leisten? Na komm, für unseren Chef sollte zumindest ein besserer Helm drin sein. Gut. Dann haben wir ja gesagt, brauchen wir ein paar Nahkampfwaffen. Was können wir uns so leisten? Was ist alles in unserer... Die Handaxt nehme ich mal mit. Auch den Morgenstern. Ein paar Schilde vielleicht. Oh, da schwindet das Geld. Gut, ein Glück, dass ich nicht die schweren Rüstungen gekauft habe, sonst wären wir jetzt schon pleite. Besserer Bogen wäre auch nicht schlecht, aber naja, man kann halt nicht alles haben. Eine Woodcutters Ex haben wir bereits. Ein Kampfhund wäre interessant. Aber der ist schweineteuer und hält leider nicht viel aus. Ein Falchion wäre nett. Komm, wir nehmen noch dieses Taschenmesser hier mit. Dann hätte ich gerne noch eine vierte Waffe. Aber irgendetwas, was mich nicht komplett ausbluten lässt. Dann nehmen wir noch diese kleine Axt hier mit. Gut. Wir haben ja gesagt, dass wir einen guten Helm für unseren Anführer gekauft haben. Dieser sollte dann dementsprechend auch die beste Rüstung bekommen. Und dann gebe ich ihm auch die beste Waffe, die zur Verfügung steht. Ein Schild hat er zum Glück schon dabei. So. Die Mönchshobe legst du mal ab, mein Freund. Die bringt dich nicht sonderlich weit. Wer von euch ist eigentlich der beste Nahkämpfer? 47, 49, 45. Ihr schenkt euch alle nicht viel. Okay. Gut. Wieso habe ich eigentlich für den da unten Ausrüstung gekauft? Moment mal kurz, die ganzen Cappies verteilen. Na komm, du bist ein Bogenschütze, du brauchst keine Cappy. So. Na komm, nimm mal den Speer mit, den Schild. Ja, und da du zerbrechlich bist. Gut, und unseren Bogenschützen. Naja, komm, du bekommst mal jetzt ein bisschen bessere Taschenmesser. Du bekommst das schlechtere Taschenmesser. Den Rest verkaufen wir wieder. Würde ich mal so vorschlagen. Kommt zwar nicht viel bei rum, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und dann holen wir uns mal unsere Opening Quest. So, das sollte eine leichte Aufgabe hier werden, da wir zahlenmäßig überlegen sind, hoffe ich. Jawohl, selbe Ausgangsposition wie immer. Wir lassen die Gegner erstmal näher kommen. Au! Der kann ja gut zielen. Ach stimmt, der hätte die auch schon beschießen können. Aber ich möchte sie näher kommen lassen, damit die Ziele ein bisschen besser werden. Genau, meine Freunde, kommt näher. Vielleicht bekommen wir von denen auch noch eine halbwegs brauchbare Ausrüstung. Gut. Dann öffnen wir mal das Spektakel. Nein. Ich schieße lieber in die zweite Reihe. Vielleicht treffe ich vorne eher was. Genau. Gut, ein Höhenvorteil gegen den Typen mit dem Schild wäre nicht verkehrt. Den haben wir uns zum Glück gesichert. ...60%. Na komm, den mit dem Schild müssen wir zuerst ausschalten.
Und der sagt ja auch bald Adios. Gut. Dies hier gilt auch als Kontrollzone. Leider treffen wir nicht. Diesen Mundschutz hätte ich gerne. Der sieht bestimmt cool aus. Würde ich mal sagen, tschüss. Okay, den Mundschutz habe ich kaputt gemacht. Schade eigentlich. Okay. Ein Kill für den Bogenschützen ist immer gut. Sehr gut. Nein. Okay, nehmt mal die Verfolgung auf. Ich möchte seinen Bogen haben. Okay, der ist so gut wie Geschichte, der Typ. Brennt doch nicht weg. Wir tun ja auch nichts. Wir wollen nur spielen. Okay, gut. Verfolgung aufnehmen. Vielleicht begeht er jetzt einen Fehler und schießt auf uns und verfehlt. Bogenschützen kann ich stehen lassen. Der zieht sich weiter zurück. Okay. Du bleib mal stehen. Du bleibst mal bitte ebenfalls stehen. Ja, für diese Mission hätte ich nicht so viele Leute gebraucht, aber dann wird es halt deutlich länger da. Okay, gleich haben wir dich. Du entkommst uns nicht mehr. So, was machst du jetzt? Verschwindest. Und ich bekomme deinen Bogen nicht. Ah, naja, gut. Die 196 Code nehme ich gerne. Ein bisschen verkaufbares Zeug. Die Headshot ist ja relativ gut. Ein Dreschflegel. Ich sollte jetzt mal direkt so, wie ich alles, was ich verkaufen will. Das Kurzschwert könnten wir gebrauchen. Das Schild schadet auch nicht. Und die Headshot ist auch relativ gut. So. Können wir unsere Truppe hier irgendwie ein bisschen umrüsten? Naja, gut, so gut ist die Headshot auch wieder nicht. Kurzschwert 40. Nehmen anstelle des Speers die Headshot. Das Kurzschwert geben wir an unsere Bogenschützen. Okay, gut. Dann gehen wir mal zurück in die Stadt. Holen uns unsere Belohnung ab. Und es gibt keine weiteren Aufträge hier. Naja, egal. So. Jetzt haben wir wieder 1080 Kröten. Wir könnten mal nachgucken, was hier ist. Wenn da Ghule drin sind, dann traue ich mich rein. Wenn da andere Sachen sind. Wiedergänger. Kommt halt darauf an, wie viele es sind. Weil es wird ja gesagt, dass die uns ebenbürtig sind. Na komm, ich mach's mal. No risk, no fun. Oh, es sind 10 Stück. Hi. Okay, der sieht gefährlich aus. Na dann. Lassen wir die näher kommen. Solange wir die Formation halten, wird da nichts passieren. Okay, ich sehe einen einzigen gefährlichen von ihnen. Mit dem Rest könnten wir fertig werden. Und da sieht man auch direkt, wie die alle überarbeitet worden sind. Und dazu nicht sehr viele Bewegungspunkte. Einfach mal in die Menge schießen. Man trifft dann schon was. Oder auch nicht. Wir bilden hier einen Schildwall. Für alle Fälle, falls sie doch irgendwie einen Sprintangriff haben oder sowas.
Und du wartest einfach so ab. Ah, ich bin wieder dran. Okay. Na komm, schieß nicht gezielt auf den da vorne. Bringt nichts. Na komm, gib mir zwei Schüsse. Auf die ganze Menge. Auf die Meute da drüben. Vielleicht wird das ein Treffer oder so. Nein. Wir warten ab. Okay, so langsam kommen die Boys näher. Gut, solange die so einzeln anrücken, dann könnten wir eine Chance haben. Warte bitte noch. Okay, wir treffen schon mal nicht. Das ist schlecht. Okay, zumindest ein Treffer. Kidoki. 71%. Oh, come on. Weiterhin in die Menge schießen. Okay, ihren Boss haben wir auch schon ein bisschen angeschlagen. Wenn die relativ schwach zuschlagen, dann haben wir eine relativ gute Chance, sie zu besiegen. Ich glaube, wieder in die Menge zu schießen wird das Sinnvollste sein, oder? Hey, nicht kauen. Ja, die haben zum Glück wirklich sehr wenig Bewegungspunkte. Au. Oh. Ja, jetzt liegen die aber los. Na komm schon. Leg den bitte um. No. Okay, das war Streich 1. Den vielleicht nicht herausfordern sollen. Oh, oh. Okay, gut. Erstmal auf den mit der Waffe da oben. Nice. Der ist unbewaffnet. Der ist unbewaffnet. Aber der kämpft da oben gegen drei, also schlag mal bitte auf den. Au. Dass die mal direkt zuknabbern, dass die mal am Rumknabbern sind. Greift ihn da unten mal an. Kannst du mir da einen Präzisionsschuss abliefern? Sehr gut. Hat zwar nicht viel Schaden gemacht, aber immerhin. Oh, oh. Präzisionsschuss auf den da unten. 22%. Gut. Natürlich steht er wieder auf. Keine Frage. Au. Probieren es halt immer wieder. Wow. Der hat gesessen. Leg dich wieder hin. Beziehungsweise leg dich erstmal hin. Mach da oben mal einen Präzisionsschuss. Wenn ich aber meinen eigenen treffe, dann ist gute Nacht.
60%, komm, mach. Ich glaube, der junge Mann hier wird sterben. Wie ich darauf komme? Keine Ahnung. Okay, gib mir da irgendwo einen Präzisionsschuss. 44%. 53%. Ich muss da oben aushelfen. Mm-mm. Genau, fordere mir die da unten heraus. Oh. Nicht gierig werden, Leute. Nein, Satz mit X, das war wohl nix. Wir hätten Schildwall machen können. Was bringt mir hier der Doppelschuss? 2x48% nehme ich. Naja gut, ich konnte eh nur einmal schießen. Gut. Okay, du kannst dich eh nicht mehr bewegen. Da ist ein Präzisionsschuss angesagt. Ja, natürlich wacht er wieder zum Leben auf. Ich meine, er steht da wieder auf und legt sich direkt wieder hin. Okay, jetzt gehen die beiden direkt auf ihn los. Ich glaube, das ist unser erster Verlust bei unserem Auge. Oh, Glück gehabt. Doof nur, dass du schon so müde bist. Sniperschuss gefälligst. Wow, das rettet unserem Mann das Leben, wie es aussieht. Den kann ich in dieser Runde nicht mehr angreifen. Naja, wenn ich dafür fehle, dann bringe ich meinen eigenen Mann um. Das lassen wir mal bleiben. Schieß lieber hier runter. Gut. Hi. Hi. Das war so nicht geplant, was? Okay, next one, please. Jetzt ist der Kopf ab. Der steht nicht mehr auf. Kannst du? Reicht nicht. Okidoki. Geh mal hier lang. 18%. So ist auch in Ordnung. Und der weicht natürlich aus. Und du bist zu müde, um irgendwas zu machen. Oder hast du einfach keine Pfeile mehr? Du bist out of ammunition, verstehe. Wechsel mal auf dein Kurzschwert. Ach komm, kaum oder renne ich da weg, steht er wieder auf. Okay, der hat jetzt endlich mal Schaden kassiert. Er hat mehr Glück als was weiß ich was. Kann ich Untote auch betäuben? Jo, ich kann. Na dann geht's wieder abwärts für dich. Was sollte ich dich hier stehen lassen? Wart mal deinen Zug ab. Und du hast auch nichts mehr, womit du schießen könntest. Wird das jetzt ein Kill? Okay, das verlängert die Lebensspanne unseres
angeschlagenen Hugos hier. Nee, Arne heißt er. Genau, das ist unser Minenarbeiter. Hm, du könntest ihn nicht mehr angreifen. Schnapp dir den hier. Oh. Können wir den jetzt bitte erledigen? Dankeschön. Jetzt muss nur noch der hier umkippen. Macht er aber nicht. Den Gefallen tut er mir nicht. Du ziehst dich mal komplett zurück. Falls da wieder was aufstehen sollte. Gut. Einer übrig. Du wartest. Bitte ebenfalls. Okay, das ist der letzte hier. Kriegen wir den jetzt down? Anscheinend nicht so. Na komm, geh mit runter, Chef. Oh, das war eine harte Geburt, ne? Und was bekommen wir? Billige Waffen. Leider keine kaputten Rüstungen oder sowas. Schade. Aber die Waffen lassen sich auch irgendwie zu Geld machen. Wir haben hier noch ein paar Level-Ups. Die würde ich gerne erledigen. So. Ich natürlich erstmal auf OK drücken. Du bist unser Bogenschütze. Du bekommst natürlich Fernkampf. Hitpoints. Und vielleicht ein bisschen Dingskirchen hier. Ich meine Willenskraft. Nein, du bist kein Bogenschütze. Du bist da wirklich haarscharf mit einem Hitpoint wieder rausgegangen. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. So, und dann fehlst nur noch du, Freundchen. Moment mal, bei dir müssen wir auch noch wieder die Waffe wechseln. Ich glaube, dir gönnen wir jetzt auch mal ein Kurzschwert. Wobei das Headshot ist erfolgsversprechender. So, Leben. Maximale Müdigkeit. Nahkampfangriff. Ich glaube, ich lasse mal wirklich diesmal Student sein und gehe zuerst einfach mal auf Hitpoints. Damit wir einen Schlag mehr aushalten. Vielleicht braucht man das halt nicht. Dauert halt ein bisschen länger zum Trainieren. Aber hey. Vielleicht gibt es ja mittlerweile einen neuen Auftrag in der Stadt. Aber ich würde sagen, meine Freunde, das erfahren wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.